Die 3, 2, 1. Gönne mal. Außenbordeinsatzmitarbeiter, du möchtest berühmt werden, dann steige in eine Rakete und flieg in das All. Dann wirst du ein Star. Wir können in das All. Dort geschehen sonderbare Dinge. Jüngst schob sich ein gigantisches Objekt vor die Sonne. Fragezeichen. Spektakulär genug für eine Sondersendung. Darüber muss berichtet werden. Objekt vor der Sonne. Ein Glück für die gesamte Menschheit, dass jemand, der nichts als die Wahrheit verkündet, uns von diesem Ereignis berichtet. Ja, schon wieder eine Sondersendung. Es scheinen sich die Superlative irgendwie doch zu steigern. Superlative über den einzigsten Stern in unserem System. Nicht den einzigen, den einzigsten. Das hier ist spektakulär. So umlaufbahnenbrechend, dass man sich dazu gezwungen sieht, einen Somersault zu vollführen. Dass ich überhaupt zu Wort komme, wundert wohl nicht nur Dieter Breuers. Zum Glück gibt es den Lebensfeldstabilisator für 299 Euro von ihm, sonst wäre man aufgrund dieses Objektes, das sich vor die Sonne schiebt, wohl verloren. Doch was geschah genau? Am 12. März hat sich unsere Sonne verdunkelt. Und genau in diesem Moment landete Baerbock auf der Sonnenoberfläche. Es war kalt genug. Da hat sich dann etwas hervorgeschoben. Etwas offenbar sehr Großes hervorgeschoben. Etwas sehr Großes hat sich hervorgeschoben. Keineswegs eine Täuschung. Ein Objekt verdunkelte die Sonne. Schaut es euch bitte an. Das ist jetzt hier der Bereich. So. Und was ihr hier seht, links, ist eine solche Aufnahme. Ja, und was kennt ihr? Natürlich, und was ihr nicht kennt, weil das kenne ich auch nicht, beobachte die Sonne seit 1995, November 95, das hier hat es nicht gegeben. Moment mal, hören wir es uns noch einmal an. Das hier hat es nicht gegeben. Das hier hat es nicht gegeben. Normalerweise müsste es doch lauten, das hier hat es nie gegeben. Schiebt sich etwas davor und und das Ganze dauert ungefähr etwas über eine Stunde und dann in der Zwischenzeit gibt es eben eine Verdunklung, das ist alles nur schwarz. Und das Ganze vollzieht sich auf allen Objektiven. Ja. Also es hat eine Menge Aufsehen erregt, auch speziell, glaube ich, mehr Aufsehen unter den, ich sag mal, etwas, unter den Hardcore-Astrophysikern, die eben doch kein Modell dafür haben. Und ich muss sagen, auch als Biophysiker habe ich ja auch nicht unbedingt ein Modell für. Aber es ist eben tatsächlich etwas sehr Großes, ganz offensichtlich da vorgeschoben worden und hat auch noch andere Wirkungen gehabt. Und kann man sagen, na gut, vielleicht die NASA ist da wieder eben an der Nase herumgeführt. Denn so etwas tut nur die NASA. Niemand sonst würde dich an der NASA herumführen. Prüfen wir das, denn der ewige Mungo prüft und du solltest auch stets prüfen. Es gibt also diese zwei Bilder der Sonne und auf dem zweiten ist ganz klar eine teilweise Verdunkelung der Sonne zu erkennen. Und dann verschwindet die Sonne komplett. Alles innerhalb von 60 Minuten. Sehen wir uns diese zwei Aufnahmen noch näher an, um zu verstehen, was für ein gigantisches Objekt, über das der fantastische Breuers berichtet, hier die Sonne verdunkelt haben könnte. Noch nie zuvor hat es so etwas gegeben. Die erste Aufnahme soll um 8.27 Uhr entstanden sein. Und die zweite, auf der die Sonne teilweise verdunkelt ist, um 8.43 Uhr.
16 Minuten liegen dazwischen. In diesen 16 Minuten wurde keine Aufnahme gemacht. Einmal ist die Sonne noch komplett zu sehen und dann ist die teilweise verdunkelt. Beim Betrachten dieser spektakulären zwei Frames fragte sich der ewige Mungo, wie träge wohl unser Zentralgestirn ist, dass innerhalb von diesen 16 Minuten keinerlei Veränderung an den Protuberanzen und Auswürfen, an der Sonnenoberfläche generell zu erkennen ist. An der Sonne vollzieht sich keine Änderung. Das hielt ich für nahezu hoch unwahrscheinlich. Und so begab ich mich auf die Seite der NASA, um vergleichbare Videos davon zu analysieren. Findet dort tatsächlich keine Veränderung auf der Sonnenoberfläche innerhalb von 16 Minuten statt? Und gab es dort tatsächlich am 12. März ein gewaltiges, der Erde und allem Leben gefährlich werdendes Objekt, das sich vor der Sonne platzierte? Schauen wir uns zwei Frames an vom SOHO-Satelliten von der NASA-Government-Seite. Zwei Frames in einem Abstand von 30 Minuten. Andere gibt es dort nicht. Es gibt dort keine im Abstand von 15 Minuten. Und auf diesen zwei Frames, die in einem Abstand von 30 Minuten entstanden sein sollen, sind geringfügige Veränderungen auf der Sonnenoberfläche erkennbar. Sehr geringe. Allerdings in einem Abstand von 30 Minuten. Nicht 15, so wie auf der Aufnahme von Bröers. Doch ich fand keine Aufnahmen, die in einem Abstand von 15 Minuten gemacht worden sind. Du siehst vielleicht hier am Datumsstempel, dass diese Aufnahme der Sonne vom 4.3.2011 stammen soll. Dies ist eine von mir zufällig gewählte Aufnahme der Sonne. Das Archiv bei der NASA ist sehr unübersichtlich und ich hatte keine große Lust, dort etwas herauszusuchen. Ich wollte ja nur verifizieren, ob sich die Sonne innerhalb von 15 Minuten leicht dreht und Veränderungen auf ihrer Oberfläche zeigt. Und der ewige Mungo muss auch gar nicht länger im Archiv der NASA wühlen, denn was alleine schon auf diesem zufällig ausgewählten Video zu sehen ist, sagt schon alles aus. Schauen wir es uns einmal an. Und was ihr nicht kennt, weil das kenne ich auch nicht, beobachte die Sonne seit 1995, November 95, das hier hat es nicht gegeben. Doch am 4.3.2011, wie ich zufällig herausfand, indem ich ein zufälliges Video auf der NASA-Seite ausgewählt habe. Schauen wir, was am 28.3.2011 stattfand. Die Sonne war kurzzeitig komplett verschwunden. Schon wieder. So etwas hat es noch nie gegeben. Eine Steigerung der Superlative. Für den ewigen Mungo bleibt hier nur noch eine Frage. Was soll das? Das ist Betrug, Verarschung.